Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch mit einem, naja, soll man Special nennen. Wir sind ja heute doch schon sehr Eierfranke und KLM zentriert. Ja, ich weiß, ihr wisst ja, dass ich nicht so der größte Fan bin, aber die Themen heute sind sehr Air France, Eierfranke, KLM lastig. Die haben Milliardengewinn geschafft. Gut, Freddy sagt in solchen Fällen, wer es jetzt nicht schafft, der schafft es nie. Dann geht es weiter mit Flying Blue. Flying Blue reduziert die Preise, was natürlich auch eine coole Sache ist für ein Meilenprogramm. Das Meilenprogramm wird aber auch verkauft und es ist auch derselbe Investor, der auch involviert ist in der Cargo-Sparte, in der Triebwerksgeschichte, die die gemacht haben und auch in dem Kauf von Anteilen bei SAS, sodass sie von Starlines in SkyTeam konvertiert werden. Wir haben dann noch Iberia-Gutscheine, etwas aus der Welt der Oneworld und natürlich mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status damit zu schaffen. Auch wichtig ist, was wir als Diesel und Deal haben. Eurowings fliegt von Stuttgart, Stuggi und Berlin, also eigentlich aus dem Brandenburgischen, nach Dubai ab 699 Euro, also Business Class sogar. Ist das Business Class? Ja, Business Class, glaube ich, oder? Muss ich gerade mal gucken. Business Class, ja. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch hier ganz, ganz wichtig, immer zu kommentieren. Ich werde eure Fragen beantworten, natürlich alle heute im Nachhinein. Und da können wir jetzt direkt starten, oder? Das erste Thema, was wir haben, es ist natürlich Air France, KLM, die machen einen Milliardengewinn. Und das ist natürlich sehr spannend, dass sie das tun, denn im Sommer haben sie eine sehr, sehr große Nachfrage gehabt. Der Umsatz des dritten Quartals gegenüber dem Vorjahr ist um 7% auf 8,7 Milliarden gewachsen. Das sind natürlich krasse Zahlen und das ist auch wichtig. Warum? Weil die Air France KLM sich ja immer mehr auch zum wirklichen Konkurrenten der Lufthansa mausert. Also das heißt, man ist jetzt von der KLM-Geschichte, geht man weiter und ist ja auch bei der TAP dabei, hat die SAS weggeschubbert. Und das ist halt wirklich wichtig, dass wir so einen großen Player im europäischen Markt haben, damit die Lufthansa, ich muss es sagen, obwohl ich den Kranich hier, hinter mir habe und vielleicht auch ein bisschen im Herzen habe, dass jemand dort nicht zu bekloppt wird und die Preise nach oben dreht. Und die Störungen im Betriebsablauf sind nicht mehr so teuer, wie sie früher waren. Und einige hatten sich natürlich auch mal mehr erhofft, aber das ist so. Aber im vergangenen Sommer gab es halt bei Air France am Flughafen Amsterdam halt viele Probleme, weil es dort Verspätungen gab und auch dann Annullierungen. Der Überschuss verdoppelte sich auf 931 Millionen Euro trotz dieser Probleme. Und das Sitzplatzangebot, was man hat, ist wieder auf 95% im Vergleich zu Corona. Und im dritten Quartal schrammte Konzernchef Benjamin Schmidt so an dem Ziel vorbei, dass er quasi da auch das als Ziel ausgegeben hatte. Neben Air France KLM ist der Konzern natürlich auch an einer Billigfluggesellschaft beteiligt. Und beziehungsweise gehört hier sogar die ganze Transavia. Und besonders die gehen wie geschnittenes Brot. Ich hatte hier darauf aufmerksam gemacht, auf die SAS-Geschichte. Und das ist halt das, wo sie das Geld her haben. Auch, dass man da dann die SAS sich gesichert hat. Und
Ich sag's nochmal, ich finde es aus der Sicht der Konsumenten, also aus unserer Sicht sehr gut, dass man natürlich die SAS gekriegt hat. Aber das ist halt ein Problem, dass da ein Gründungsmitglied abhandengekommen ist. Ich verstehe es nicht, dass man da nicht irgendwas vorher gehört hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass man dort nicht Ita Alitalia oder italienische Albträume hat, wo man gefühlt alle drei Tage hört, wer, wo, wie, wann, was irgendwie im Wasserstand gemacht hat. Respekt. Da muss man einfach Respekt zollen. Dem Franzosen, dem Schweden, den Dänen oder wie auch immer Norwegern, was die Bude halt jetzt ist. Wir haben auch aus dem Vielfliegerprogramm Flying Blue, in dem ich übrigens erschreckend festgestellt habe, dass ich sogar Mitglied bin. Nein, ich wusste es natürlich. Ist es so, dass jetzt KLM Air France, Air France KLM, Air Franke, KLM Group, wie es auf den Flugzeugen steht, den Trend gehen, den alle gehen. Lufthansa Miles & More hat ja auch die Miles & More, Lufthansa hat die Miles & More GmbH ausgelagert und das machen die jetzt auch. Und das Vielfliegerprogramm bringt dem Airline-Konzern nochmal 1,3 Milliarden Euro. Der Investor Apollo Global Management hat Geld da reingeschubbert und möchte damit dann ein eigenes Profit-Center machen. Flying Blue ist damit ein Tochterunternehmen, in das die Apollo investiert. Und diese 560 Millionen US-Dollar, so ist es korrekt formuliert, sind auch aus diesem Ersatztriebwerke-Pool zum Beispiel gekommen. Und das ist das, was ich sage. Für uns als Passagiere ändert sich nichts. Das ist auf den ersten Blick ja auch richtig, aber auf dem zweiten Blick dann doch nicht. Also man merkt ja auch schon bei der Lufthansa, mal ist die Miles & More näher bei der Hansa, dann sind die Leute, die bei der Miles & More arbeiten, wieder bei der Miles & More beschäftigt. Man sieht das mit dem Übergang von Joost Greve und dann jetzt mit dem Christopher Siegloch. Heißt also, dass da viele Dinge dann doch wieder verschiedene Unternehmen sind und dann vielleicht doch nicht zu unserem Vorteil sind am Ende des Tages, weil sie Geld machen wollen, weil sie Geld machen müssen, weil sie einen Investor haben und die Dinge machen Geld. Und irgendjemand erzählte mir auch in Amerika, wenn die gar nicht diese Kundenprogramme hätten, war das Delta mit American Express. Wir haben ja auch diese Änderung des Programms gesehen, was ja anscheinend angeblich nur ein kurzes Intermezzo ist, wo man die Forderungen, die man eigentlich hatte, an das Meilenprogramm wieder reduziert hat, um den Status zu bekommen, halt getrieben sind vom Geld. Und die machen halt Geld. American Express hat Milliarden, die sie pro Jahr an Delta zahlen, beziehungsweise an das Meilenprogramm. Und auf der anderen Seite hat man ja auch während Corona Meilen gekauft. Das heißt also, dass American Airlines Fluggesellschaften unterstützt hat, indem sie Meilen gekauft hat, gut, mit einem riesen Rabatt, aber trotzdem, das ist halt so. Gab übrigens auch noch eine andere Geschichte, die fällt mir gerade ein, wo Firmen andere Firmen unterstützen, wo man eigentlich denkt, komisch, und zwar Marriott. Marriott war mal in Zahlungsschwierigkeit und hat Geld von Pepsi bekommen. Ja, Pepsi-Cola hat Geld investiert in Marriott. Und das hat Marriott erlaubt, wieder so groß zu werden, wie sie sind. Und aus Dankbarkeit, und das ist dann, wo man sagt, okay, die haben dann doch ein bisschen Moral, ist es so, dass wir, als die Starwood Properties in Marriott aufgegangen sind, alle Coca-Cola-Produkte rausgegangen sind, man kriegt sie nur noch unter der Hand, Pepsi geworden sind, weil man Pepsi so dankbar ist. Und um es in Stuggi-Deutsch zu sagen, Geschäft und Gegengeschäft, heißt also, wenn man beim Daimler Geschäft macht als Spediteur, dann erwarteten die auch, dass man mit dem Daimler-LKW auf dem Hof fährt. Da wird kein MAN und sowas geduldet. Also so ist das im Geschäftsleben und so ist das natürlich auch für uns. Wir erwarten von dem Meilenprogramm etwas, das Meilenprogramm erwartet von uns etwas, aber es sollte halt immer in der Balance bleiben. Und deshalb ist das Nächste, was wir haben, ein interessanter Aspekt in meinen Augen. Flying Blue hat nämlich etwas gemacht, was entgegen dem Trend ist, es sei denn, man nimmt Southwest Airline als Trendsetter, wo man sagen muss, hey, das ist ja natürlich eine krasse Nummer. Und zwar hat man die Preise für Award-Tickets reduziert. Ja, ihr habt richtig gehört, man hat sie reduziert. Die Award-Charts, also es gibt diesen Preis-Estimator, den hat man noch nicht abgedatet, aber die Preise sind
reduziert worden. Und da steht wieder, progressively implementing new pricing model that will lower pricing on 71% of O&Ds and J68W, bla bla. Also das heißt, dass die Preise in der First Business und in der Economy Class zwischen 71% und 66%, also auf 71 und auf 66% reduzieren, müsste dann im Umkehrschluss 29% beziehungsweise in der Economy Class 34% sein. Das ist natürlich richtig geil. Das ist natürlich relativ cool. Besonders sind dann natürlich solche Sachen wie Paris nach Nordamerika, wo man die Preise gefunden hat. Also das finde ich schon eine coole Geschichte, dass man da halt billiger geworden ist. Also 50.000 ist schon okay. Copay natürlich nicht. Aber daran sieht man halt, dass das auch anders geht. Die Änderungen sind natürlich sehr, sehr gut, weil damit sind natürlich die Preise zwischen Europa, Asien oder auch Nordamerika in den Premium-Kabinen natürlich immer mehr wettbewerbsfähig. Und was man damit halt wirklich sagen kann, ist, dass es vielleicht eine interessante Alternative ist, ist bei KLM, Air France, KLM, Air France. Ihr wisst ja, mir geht es immer schwer über die Lippen, da dann schaut. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt, ob das eine kurzzeitige Geschichte ist, weil es da auch keine Kommunikation gab. Finde ich übrigens auch lustig, dass man dort das nicht announced hat oder dass es da nicht eine wirklich große Kommunikation drüber gab. Wir sind billiger geworden. Aber so ist das in der Aviation. Manchmal kommt das Glück einfach auf stillen und leisen Sohlen. Ein Thema, was wir auch öfters haben, aber auch wieder jetzt akut ist, das ist Iberia. Iberia hat ja Gutscheinkarten und die gibt es in verschiedensten Währungen, in US-Dollar, in britischen Pfund, in Euro. Und man kann bis zu 10% Rabatt bekommen, wenn man die Dinger bis zum 2. November kauft. Heißt also, wenn man sich das Ganze kauft, maximal wäre, glaube ich, 3.000, das Maximum sind 3.000 Dollar. Ich habe es für Euro gar nicht kontrolliert, weil mein Konto natürlich wieder auf USA läuft. Und ist natürlich interessant, dass man den Rabatt bekommt. Und interessant ist es auch, dass man natürlich im Hinterkopf hat, es gibt die Promotion auch mit 15%. Aber wer jetzt einen Use Case hat und das mit Iberia kaufen möchte, man kauft da wirklich keine Avios oder sowas, sondern man kauft wirklich Cash Value, kann man halt noch ein paar Prozente sparen. Ist halt interessant in meinen Augen und solltet ihr im Hinterkopf haben. Ganz wichtig. Habe ich die Frage des Tages heute eigentlich schon vorgelesen? Was haltet ihr von Flying Blue? Seid ihr mit denen schon geflogen? Nein, sammelt ihr dort? Also, beantwortet die Frage, könnt ihr unten richtig kommentieren. Wir haben dann den Deal, so ein Deal, der ist mit den Freunden von Eurowings. Und zwar Eurowings, da gebe ich euch natürlich das Bild. Heute habe ich es vorbereitet, aber ihr wisst ja, man muss immer sich selber kontrollieren. Da seht ihr die Strecke nämlich von Stuttgart oder von Brandenburg nach Dubai. 699 Euro ist in der Business Class, wird geflogen mit einem A321. Heißt also, man sitzt schon auf der Holzbank. Man sollte auch wissen, dass das 2958 Meilen sind von Stuttgart und sind 2868 von Berlin Flughafen, der ja in Brandenburg ist, wie es hier unten auch ordentlich steht. Damit habt ihr das Ganze gesehen. Credit geben wir heute nicht durch. Ich finde es einen interessanten Deal. Da gebe ich euch wieder mein Gesicht. Denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten und unten wirklich zu kommentieren, den Kanal zu liken und auch Freunden, Bekannten, Verwandten zu erzählen, was wir doch für ein geiler Kanal sind, damit wir weiter wachsen, wie wir wachsen. Und viele Leute beglücken können mit unseren News. Danke, dass ihr heute wieder geschaut habt und bis morgen wieder in Alter und Frische und dann morgen wieder vielleicht live. Also bis dann, ciao. Und ich bin jetzt raus, für euch aber den Abspann. Also bis dann, ciao. Thank you.
Thank you.